Hi, Leute von Basic Tutorials, ich begrüße euch. Ich bin der Ahmed von Yamaha, werde euch dann ein bisschen was über unser neuestes Produkt erzählen, die SRX50. Die ist hier aufgebaut mit den rückwärtigen Lautsprechern. Die sind dann auch wirklich kabellos, darauf komme ich dann gleich zu sprechen. So sieht die Soundbar aus. Die gibt es sofort schon, ist verfügbar in drei Farben. Dieses Modell ist SRX50A, wird dann mit dem Subwoofer geliefert, liegt so preislich bei 899. Und die wird es dann in hellgrau oder schwarz geben. So sieht die aus. Es gibt auch die Möglichkeit, die Soundbar einzeln zu kaufen. Und die wird dann erhältlich sein mit den rückwärtigen ab September voraussichtlich. Und der Clou bei der einzelnen Soundbar, die hat integrierte Bässe für Kunden, die natürlich mehr Power brauchen, nehmen das große Paket. Und so sieht es genau aus. Das wären dann die entsprechenden rückwärtigen dazu. Und das Besondere an den rückwärtigen ist, dass die akkubetrieben sind. Für Kunden, die sagen, ich möchte hier die Lautsprecher einfach aus der Schublade mal rausziehen, habe keine Möglichkeiten, die an die Wand zu schrauben, aber will ein kurzes Video, mal einen Film gucken oder was anderes. Akkubetrieb hält ungefähr 12 Stunden. Das heißt, wir betreiben hier auf der Messe die rückwärtigen den kompletten Tag und geben da Vollgas ohne Probleme. Gibt es die Möglichkeit, das Teil auch als Solo-Lautsprecher zu nutzen. Ich drücke nur auf die Solo-Taste, einmal einen Klick, entkopple ihn aus der Surround-Möglichkeit und nehme ihn einfach mit. Es ist wasserabweisend und staubabweisend, IP67 Standard. Angenommen, wir haben eine Familie, der ältere Herr hört hinten schlechter, kauft sich nur eine Box, geht auf All Channel, hört hinten die Sprache besser, vorne die Sprache besser. Der junge Mann, der Sohn, kommt vorbei, sagt, Papa, ich nehme das Ding mal mit, drückt auf Bluetooth, nimmt es raus zum Fußball, an See, kein Problem. Wer möchte, kann das natürlich auch für Musik nutzen, ist ein vollwertiger Breitbandlautsprecher integriert. Das heißt, die Dame nimmt das mit, stellt den Lautsprecher dann in die Küche und hört ihre Hörspiele, Musik von Amazon Music, Spotify, whatever. Kurz noch mal was zur Leistung. Also wir reden von einer Gesamtleistung von ca. 200 Watt als Gesamtleistung. Die Lautsprecher hier, die integrierten, die haben nach vorne gerichtet 2x30 Watt. Die integrierten Bässe jeweils hier und da haben auch wieder 30 Watt. Wir haben die Atmos Upfiring Lautsprecher auch integriert, hier vorne, auch wieder jeweils mit 30 Watt. Hier der Subwoofer, den geben wir mit 10 oder 100 Watt an. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, das klingt alles natürlich wenig, aber die Leistungsangaben sind sehr verzerrungsarm gemessen. Wir geben hier keine Peak-Leistung an. Zu den Lautsprechern kann ich dann sagen, die haben dann jeweils 10 Watt.